Hi Leute und willkommen zurück beim weiteren Part von Far Cry 5. Ja, wir sind bereits in Fallout End angekommen und bevor wir im nächsten Part hier ganz normal mit den Missionen weitermachen, möchte ich euch in diesem Video einfach mal etwas von der Spielwelt und der Landschaft in Far Cry 5 zeigen und zudem auch in Mitschnitten den Weg hierher, also wie wir hier hingekommen sind. Tschüss! Also, bis gleich. Viel Spaß bei diesem Video. Wir werden dich schon finden. So oder so. Los, los, los! Verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben, aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Munition, Ausrüstung, nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Und wenn du irgendwelche Tierfälle hast, zahle ich gutes Geld dafür. Das spart mir eine Menge Zeit. Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken.
Wir sitzen alle im selben Boot. Danke. Ich habe gerade eine Patrouille der Sekte gesehen, die zum Grubman-Haus unterwegs war. Beeil dich, ich habe da reichlich Schüsse gehört. Ich dachte, das war's.
bringen. Danke. Das wird die Sekte mir büßen. Gerüchte über Konflikte zwischen örtlichen Gesetzeshütern und den Angehörigen der Gemeinde Eden's Gate waren offenbar haltlos. Wir haben von einer versuchten Festnahme gehört, doch laut einem Statement des Büros des Sheriffs steht... Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Vorsichtig, wenn du dich Falls End näherst. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Du musst Mary und Jerome retten. Und dann tritt den Peckys ordentlich in die Eier. Touch out!
Ja Leute, das war's mit diesem Video. Wir sind in Fall's End angekommen und wie zu Beginn des Videos gesagt, geht es hier im nächsten Part und auch in den darauf folgenden Parts ganz normal mit den Missionen weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotzdem etwas anderes mal zwischendurch etwas von der Spielwelt sehen. Ich dachte, das würde sich jetzt mal anbieten, weil der Weg hierher relativ lang gewesen ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch schöne Ostertage. Ja, bis zum nächsten Part, macht's gut und ciao.